So, wir messen jetzt die Durchmesser von einigen Bäumen hier, um das mal vorzuführen. Wir haben mehrere klassische Messgeräte mitgebracht, die zur Durchmessermessung dazugehören. Das eine ist die klassische manuelle Kluppe. Die ist wie so ein Messschieber, einfach an den Stamm anzulegen und dann abzulesen, wie viel Durchmesser der Stamm hat. Wichtig beim Kluppen ist, dass wir immer kreuzweise kluppen müssen. Das heißt, wir müssen pro Baum zwei Messungen machen und dann daraus den mittleren Durchmesser ermitteln. Die zweite Kluppe, die ich hier mitgebracht habe, ist eine digitale Kluppe, die auf die gleiche Weise funktioniert, allerdings dann die Daten digital direkt aufs Handy in die App überträgt und dann dort ablesbar und auslesbar ist. Das wäre jetzt die moderne Variante. Die gibt es auch in Kombination mit der Höhenmessung verschiedene Varianten, das digital zu messen. Das Umfangmessband ist auch ein klassisches Messgerät zur BHD-Messung. Und wir haben auf der einen Seite, wir haben beides, die Einheiten sind in Zentimeter und einmal ist es der Umfang und einmal ist es der Durchmesser. Und es wird sehr gerne verwendet. Da wir bei der Kluppe Kreuzkluppung machen, haben wir hier einmal ein einfaches Rumgehen um den Baum und haben direkt die Messung. Die erste Messung, da zeigt der Schenkel der Kluppe immer beim Probekreis immer zum Probekreismittelpunkt. Der Baum steht hier etwas schräg. Es gibt bei der Durchmessermessung so einige Dinge, die man beachten muss. Man muss auf der Hangoberseite messen, man muss hier im rechten Winkel zur Stammachse messen und auf 1,30 Meter. Auf dieser Höhe müsste das so passen. Und dann kommen wir raus bei 73,5. Und jetzt machen wir im rechten Winkel dazu noch eine zweite Messung. Und die ist dann bei 68,3. Jetzt würden wir den Mittelwert bilden aus 73,5 und 68,3 für den Durchmesser dieses Baumes. Gut, dann zum nächsten Baum. Das war auch der große hier. Wir stellen uns wieder parallel zum Baum, gucken, wo wir die 1,30 Meter haben. Bei viel gemessenen Bäumen hat man die Erfahrung, wo das ist. Man hat hier an dem Ende so einen Haken, der sich in die Rinde einhakt. Und wir gehen einmal um den Baum rum. Wichtig ist immer, dass das Maßband parallel angelegt ist. Und daher ist der Haken gut, der sich in Geh die noch Rinde. einmal rum und mach hier Ja, ein bisschen kontrollierst du Korrektur. noch mal, ob es. So, wir ziehen noch mal nach. Ja. Wie sieht es aus, Doris? Alles gut. Okay. Und hier messen wir ein BHD von 77,5. Das sind schon ganz schöne Körper hier. Ja, wunderschöne Bäume. Hier haben wir ja ein besonderes Beispiel. Wir haben hier zwei, die zusammenwachsen. Man kann aber davon ausgehen, dass das zwei einzelne Bäume sind, denke ich mir mal. Die teilen sich so weit unten. In diesem Fall behandelt man so einen Baum so, dass man zwei Messungen macht und die auch als zwei Bäume aufnimmt. Wenn sich der Baum jetzt oberhalb von 1,30 Meter teilen würde, würde man eine Messung machen für den Gesamtstamm sozusagen. Aber hier machen wir zwei Messungen. Hängen wir wieder an. Vielleicht gebe ich es dir diesmal einfach nur rum. Ja. So. Ich halte hier. Dann kommen wir hier raus bei 59,8 als Durchmesser. So hat natürlich das Umfangmessband seine Vorteile und die Kluppe. Also bei der Kluppe habe ich eben diese zwei Messungen, die ich dann miteinander mittele und bekomme dabei natürlich nur ein Abbild von diesen zwei Richtungen, in denen ich messe, den Durchmesser. Bei dem Umfangmaßband lege ich das Band ja um den gesamten Stamm und nehme damit sozusagen alle Ausbauchungen und Einschnitte irgendwie mit bei der Messung und bekomme dadurch in der Sache her ja einen größeren Umfang und dadurch auch einen leicht überschätzten Durchmesser. Und wichtig ist noch zu sagen, dass wenn man wir haben jetzt hier in einem Bestand mit zwei Methoden gemessen, das macht man eigentlich nicht, sondern man entscheidet sich für eine Methode. Entweder benutzt man die Kluppe oder man benutzt das Umfangmessband und misst dann alle Bäume mit der gleichen Methodik durch. Ja, und man kann auch noch sagen, dass das Umfangmessband üblicherweise eher für wissenschaftliche Untersuchungen verwendet wird und dass die Kluppe
eigentlich eher so im schnelleren Durchlauf, im forstlichen Schnellverfahren, wenn ich im Bestand das Volumen mal eben ermitteln will, dann mit der Kluppe gearbeitet wird. Mhm. Wenn wir wirklich einen festen Probekreis einrichten, den wir in ein paar Jahren wieder neu aufsuchen wollen, um die Veränderungen im Wald dann zu untersuchen und zu beurteilen, machen wir üblicherweise eine kleine Markierung an den Baum, um festzulegen, auf welcher Höhe der BHD gemessen wurde. Natürlich soll das immer bei 1,30 sein. Und dennoch stellt dann das kleine Kreuzchen mit lang anhaltender Farbe sicher, dass wirklich auf der gleichen Stelle wieder neu gemessen wird und der Zuwachs dann gut ermittelt werden kann. Auch die Baumnummer wird dann üblicherweise nicht nur mit Kreide, sondern mit fester Farbe aufgetragen. Das ist der Vertex Höhenmesser, das ist ein Ultraschallmessgerät. Das besteht aus zwei Komponenten, einmal das Messgerät an sich und einmal der Transponder. Das Messgerät sendet den Ultraschall aus und dieser wird vom Transponder reflektiert und zurückgesendet an das Messgerät, sodass dann die Entfernung ermittelt werden kann. Außerdem enthält dieses Messgerät eine Funktion zur Winkelmessung und damit kann dann auch der Winkel gemessen werden, den ich zur Baumspitze anpeile, und über trigonometrische Formeln wird dann die Höhe ermittelt. Dann bringe ich jetzt den Transponder an. Das ist jetzt der Peilsender, der Transponder für den Vertex, für die Höhenmessung, und den bringe ich in 1,30 Meter Höhe am Baum mit einer kleinen Hakvorrichtung an. Und dieser Peilsender empfängt jetzt die Ultraschallwellen und sendet sie zum Vertex wieder zurück. Dann kann ich jetzt die Höhe messen. Ich bin hier im Höhenmenü und peile jetzt den Transponder an und sende den Ultraschall aus. Jetzt hat er das erfasst und hat hier auch schon die Entfernung gemessen. Die lässt sich hier schon ablesen. Bei HD sind wir 27,1 Meter entfernt von dem Baum. Bei der Baumhöhenmessung ist immer zu beachten, dass man mindestens eine Baumlänge vom Baum entfernt stehen muss, damit man auch wirklich aus einer sinnvollen Perspektive auf die Baumspitze blicken kann. Jetzt wollen wir gleich mal sehen, ob wir das eingehalten haben. Höhenmessung ist außerdem jetzt in diesem unbelaubten Zustand am sinnvollsten. Im Sommer, wenn die Blätter an den Bäumen sind, ist es teilweise sehr schwierig, vor allem weil auch die umliegenden Bäume und Kronen dann den Baum, den ich gerade messen möchte, verdecken. Also sind wir jetzt hier gerade sehr günstig dabei. Ich peile jetzt mit dem Messgerät die Baumspitze an, von der Nummer 10. Und was er jetzt macht, ist, er misst jetzt den Winkel und zeigt mir jetzt gleich schon hier die Höhe an. H1, 33,7 ist unsere Höhe. Da war ich wohl nicht weit genug weg. So, jetzt haben wir, glaube ich, die richtige Entfernung zu dem Baum. Ich messe jetzt nochmal die Entfernung. 36,8, sagt er mir jetzt. Jetzt messe ich nochmal die Höhe. Und jetzt hat er die Höhe von 32,2 Meter gemessen. Bei der Höhenmessung ist es immer wichtig, nochmal genau zu schauen, aus welcher Richtung ich die Baumspitze am besten sehen kann. Höhenmessung ist ja unerwarteterweise vielleicht ziemlich kompliziert und es entstehen viele Fehler dabei, weil man sich eben doch vertut darin, welches der höchste Ast ist. Und manchmal macht es schon auch Sinn, aus verschiedenen Richtungen nochmal zu schauen, von wo aus kann ich den Baum am besten erkennen, auf diese Entfernung. In sehr dichten Beständen ist es sowieso schwierig und in Nadelbeständen, die ihre Nadeln ja nicht verlieren im Winter. Und es ist wirklich eine Erfahrungssache bei der Höhenmessung, da muss man schon mal ein paar hundert Höhen gemessen haben, um wirklich in eine gute Sicherheit reinzukommen. Ja, jetzt haben wir die Höhe gemessen mit dem Vertex Ultraschallmessgerät. Es gibt natürlich auch noch andere Messgeräte, die wir verwenden können. Zum Beispiel gibt es Lasermessgeräte oder auch kombinierte Geräte. Und es gibt auch manuelle Schätzverfahren, die wir jetzt hier heute nicht näher erläutert haben. Jetzt haben wir die Höhe gemessen und zusammen mit dem Durchmesser ist es die Grundlage an Daten, die wir brauchen, um zunächst mal das Einzelbaumvolumen zu ermitteln und um dann auch im weiteren Sinne das Bestandesvolumen zu ermitteln. Aus dem Durchmesser wird die Grundfläche des Baumes errechnet und dann mit der Höhe multipliziert für den Einzelbaum. Und da, wie erwähnt, die Bäume ja nicht genau zylindrisch wachsen, müssen wir diesen Formfaktor noch mit einberechnen. In der einfachen forstlichen Praxis wird der Formfaktor pauschal mit 0,5 angesetzt.
Und im wissenschaftlichen Bereich wird mit Volumenfunktionen gearbeitet, die baumartenspezifisch sind und dann das Volumen auf der Grundlage von vielen Versuchen und Versuchsflächendaten dann sehr genau berechnen können. Das Volumen dient dann weiterhin als Grundlage für Managemententscheidungen, waldbauliche Planungen, ökologische Fragestellungen und ja, viele andere Themen. Damit sind wir jetzt, glaube ich, am Ende von unserem Video. Ja. Wir hoffen, es hat euch gefallen und dass wir eine kleine Einführung in zwei wichtige Parameter und in das Fachgebiet Waldmesslehre und Waldinventur geben konnten. Genau. Dann noch einen schönen Tag.